Wellen. Befestigte Sektoren können nur mit Feuer und Waffen angegriffen werden. Musketiere können hölzerne Befestigungen angreifen, Kanoniere sowie hölzerne als auch steinerne. Befestigungen sind mit Kanonen ausgestattet und schießen auf angreifende Soldaten. Die Galten, die Befestigungen angreifen, nehmen Schaden und können durch die feindlichen Kanoniere vernichtet werden. Okay. Weiß ich nicht. No risk, no fun, würde ich sagen, oder? Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Ich hoffe auch, dass sich das Fischproblem langsam aber doch selber löst. Oha. Wir brauchen mehr Kanoniere, wir brauchen mehr zu essen. Keine Rohstoffe in Reichweite. Toll. So, wir könnten hier noch eine Fischerhütte hinbauen. Ich hoffe, dass die Fischerhütte hier endlich einmal funktioniert. Der Weg etwa nicht. Okay. Dann haben wir ein Problem. Dann bleibt uns vorerst immer hier. Nach dem Ruckler die Möglichkeit. So, gut. Jetzt ist die Frage, wie wir... Ja. Das mit dem Drehen ist ja auch teilweise echt für die Katze. Ja, nur hier bekam er nicht vernünftig eine Fischerhütte hin. Oh, wir haben die Schlacht gewonnen. 6 her. So, dann machen wir hier die Dings hin. Weg bauen wir da an. Okay, die ziehen gleich weiter. Vielleicht hätte ich noch ein paar Pikeniere mitnehmen sollen. Die Bevölkerung sieht zu. Er soll den abknallen endlich. Ich hab eine Muskete in der Hand, aber Hauptsache. Es wird eine knappe Nummer, wir verlieren. Wir gewinnen sogar noch. Sehr gut. Haben zwar leider keine Einheiten gerade mehr zum Einnehmen.
aber es ändert sich gleich wieder. Oh, ganz vergessen, Fischerhütten hinzubauen. Mal 4 von jedem sollte eigentlich reichen erst einmal. Wobei wir können das eigentlich schon einnehmen. Können wir das so einnehmen? Ne, offensichtlich nicht. Weil wir brauchen erst einmal nur eine Einheit, weil der hat ja auch 0 Einheiten mehr. Und hier, das brauchen wir nur mehr einnehmen. Das heißt, er ist sowieso zurzeit am selben Punkt wie wir quasi. Und eine Einheit. So, aber da kommt schon eine Einheit. Wie ihr den Ton hören konntet, glaube ich zumindest. Also normal ist das schon der Ton. Da ist er ja schon. So. Wie schaut's mit meinen Fischerhütten aus? Oh, da geht's. Langsam aber doch wieder in die Höhe. Wir werden hier nachdem die keine Produktion mehr hat, werden wir das abreißen, warten bis der Schutt weg ist und dann eine Straße entlang ziehen, um hier noch eine Fischerhütte anzulegen. So, bin noch immer nicht angekommen. Fischerhütte, also Dings kann ich eigentlich schon bauen. Ist so drin. Sehr gut, jetzt sollte das auch gebaut werden. So, da können wir jetzt eigentlich einnehmen damit. Ramirez hat sowieso da wohl nichts. Irgendwo noch Bomben oder Kanonentürme. Nicht, dass ich sehe. Sehr gut! Dann war das offensichtlich bald Ramirez Ende. Ein Hoch auf die Legs wirklich. Ein gutes Spiel, aber so lässt dich grad. Die warten hier draußen und ja. Macht sich's drin lustig. Armeen zurückziehen, warte mal. Ihr könnt eure Armeen nach einer kurzen Verzögerung aus einer Schlacht zurückziehen. Fernwaffen erfordern Munition, ist die Munition aufgebraucht, sind sie eure Soldaten zunächst gegen Außenwaffen zurück, um nachzuladen und Angriff anschließend fortzusetzen. Okay. Gut, Ramirez hält eh auch die Füße still, das heißt, wir werden dann gleich weiterziehen. Hat der hier wieder so Kanonenhäuser? Nö, sieht nicht so aus. Sehr gut. Nicht zu doll, Prinzessin! Obwohl ihr mich besiegt habt, wird euer Erfolg nur von kurzer Dauer sein. Spricht euer Gewissen oder euer gekränkter Stolz? Weder noch. Erhört die Kenntnis eurer Feinde.
Ihr habt nicht den Hauch einer Chance gegen den mächtigen Lord Wolverine oder seinen schwarzen Ritter Drakorian. Ihr wollt mich doch bloß einschüchtern. Ich versuche lediglich, euch zu warnen. Kehrt um! Tandrien wird nie euer sein! Ich habe keine Angst. Jetzt noch nicht! Jetzt noch nicht, Prinzessin! Ihr wart siegreich. Alles klar. Gut. Dann war's das offensichtlich mit der Mission. Diesmal ging's eigentlich. 2 oder 3 Rückkehr hatten wir. Jo, mal schauen, mal schauen. Jo. Irgendwie habe ich schon Bock, die Kampagne weiterzuspielen. Aber ich kann es euch zurzeit noch nicht versprechen, weil die Rückkehr nerven halt doch sehr. Aber für Ersatz ist zurzeit sowieso gesorgt. Schauen wir mal. Am besten, ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr dieses Let's Play weitersehen wollt oder eher nicht, oder ob ich was besser machen sollte, etc. Sollte ich das Let's Play jetzt in naher Zukunft weiterführen, sehen wir uns dann wieder mit Ora et Labora oder mit einem anderen Spiel. Ansonsten, also mit einem anderen Spiel auf jeden Fall. Na gut, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Wertung nicht vergessen, bitte. Feedback da lassen, wenn ihr wollt, auch ein Abo. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss.